Herzlich willkommen zurück zu Investation. Ja, das letzte Mal sind wir bis hier kurz vorm Airport gekommen. Da war es ja ziemlich dunkel. Ja, und mit dabei ist natürlich der Milo oder soll ich Little. Ja, wie heißt es? Rookie? Rookie. Rookie, Little Rookie. Rookie. Ich sag lieber Milo, ihr wisst ja dann, ne? Genau. Nur der Kanal heißt Little Rookie und ich. Genau. Und ja, jetzt wir brauchen unbedingt Essen, Trinken. Also Essen habe ich ja hier noch, habe ich gerade wieder aufgefüllt, aber Trinken ist absolut unten. Ja, bei mir auch. Also wir sind gleich auf, wir sterben beide gleich. Ne? Also und ich habe vor uns noch, bevor wir gestartet haben, habe ich meinen Skillbaum erhöht. Da habe ich Essen geskillt, dass das langsam mal runtergeht, das Essen. Ah, müsste ich auch mal. Ja, und es geht zwar, man kann das Spiel zwar auch so mit Controller spielen, wollte ich noch sagen, aber da kann ich auch nicht rechts und links laufen. Und da habe ich noch weniger Funktionen auf dem Controller. Also habe ich jetzt mal den X-Padder wieder angemacht, weil ich da einfach mehr Funktionen habe. Nimm du mal den, ich den da außen, sonst kommt er uns nachher noch hinterher ran. Ja, du kleine Sau. Komm her. Okay, wir versuchen auf jeden Fall jetzt, ja, eigentlich die dümmste Weise, eigentlich Essen und Trinken zu suchen, auf dem Airport zu gehen. Risiko ist natürlich sehr hoch, dass wir drauf gehen, aber uns bleibt gerade einfach keine andere Möglichkeit. $20. Langen Weg zurückzulaufen könnte auch unser Tod sein. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit, also hier findet man schon reichlich Essen. Wir müssen bloß erstmal hier die Zombies minimieren. Aber gut, das ist gar nicht so schwer hier eigentlich. Weil die alle ein bisschen gut auseinander stehen, können wir die nicht sehr leicht wegmachen. Ja, das haben sie gut gemacht. Nimmst du die Frau in der Mitte? Die Frau? Ja. Dann nehme ich die Frau, die hier auf dem Boden rumschillt. Na ja. Los, komm her. Ja, das ging ja mal schnell. Okay, außerdem kriegt man ja dafür die XP, ne? Wenn wir die Zombies. So, die wir auch eigentlich sehr gut gebrauchen können. Genau. Damit der Charakter ja mal richtig immer mehr Fähigkeiten kriegt und stärker und mehr aushält und alles sowas. Ich habe das heute, wo mein Bruder das installiert hatte und sowas, gesehen, dass man auch Stolperdraht und sowas herstellen, also kriegen kann. Ja, darüber weiß ich ja noch gar nichts, was man alles so herstellen kann und dafür braucht und sammeln und. Da müssen wir uns dann auch mal mit beschäftigen. Ein Zombie bisschen. Läuft außen rum, der hat mich vom Zaun ausgehört, also pass auf, wenn einer von hinten gleich kommen sollte. Nicht, dass wir auch wieder von hinten überrascht werden und von nix wissen, ey. Ich lauf mal zurück. Ah, da kommt er, alles klar. Kriegt gleich eine Breitseite. Eine Olle, oder? Gut, dann räume ich hier erstmal ein bisschen weiter auf. Wir hoffen jetzt mal, dass hier keine Sau ist, der uns umbringt. Kann natürlich auch passieren. Aber auf jeden Fall gibt es hier neue Waffen und so einen Scheiß. Das kann ich dir schon mal kurz sagen. Das kannst du gut nachgucken, wenn du im Markt reingehst und da guckst. Denk dann, dass wir auf unser Essen und Trinken, also Leben aufpassen müssen, ne? Scheiße, er ist auch noch durchgekommen, jetzt blute ich auch noch. Und schnell. Einmal die Blutung. Hallo. Hörst du jetzt auf damit? So. Auch wieder eine Schick geben. Na doch, geht schon. Die Frau. Die ist ja nur durchgekommen. Oh, da wäre auch schon fast wieder. Ich darf so viele Medikamente nicht vergolden. Die ist hinterm Zaun, alles klar. Wo bist du? Immer noch da auf dem Parkplatz? Ach, da drüben, neben dir. Oh, die hat Geld fallen lassen. $6. Da hinten ist schon wieder ein Zombie. Die sind schon hinter uns wieder gespawnt. Ja, ja. Es geht schnell. Okay, pass auf. Hier sind auf jeden Fall eine Menge. Was steht denn hier auf dem Schild drauf? Go back. Geh weg. Wir sollen abhauen. Nö, warum denn? Wir sind doch gerade hier. Oh, da vorne stehen noch ganz schön viele. Alter. Na gut, dann bleib du da in der Mittliche. Ich versuche am Zaun, die da erstmal wegzuholen. Dann versuchen wir uns am Zaun lang zu arbeiten. Lass sie in der Mitte da einfach stehen.
Hätte ich jetzt genug Munition, dann hätte man das natürlich alles mit. Da wo ist bei mir einer aufgestanden, oder? Habe ich das falsch gesehen? Genau. Ah, ein bisschen Munition habe ich ja, 37 Schuss, aber jetzt hier mit einer AK rumzuballern wäre auch dumm. Weil. Das können wir dann machen, wenn wir im Haus feststecken oder so. Okay, Geld. Geld, 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 das regiert immer die Welt, auch wenn es nur 7 Dollar sind. Ich trau die da hinten nicht, die da noch hinten stehen. Nee, ich hau die jetzt. Ja, gib's mir. Ja, ich gib's dir. Komm her, das Knüppel. Alter, willst du jetzt mal eigentlich umfallen? Danke. Aber nichts da lassen, aber aushalten wie so Hulle, ne? Okay, lass uns die bloß umgehen. Ja, soweit es geht, habe ich nichts dagegen. Das glaube ich dir wohl. Also ich habe da auch dagegen. Oh, ich verliere trotzdem. Wollen wir mal beim Helikopter gucken? Ich verliere trotzdem Leben. Also bis jetzt sieht es gut aus. Also so voll ist es hier doch nicht. So außerhalb wahrscheinlich, aber innen. Na gut, ich will nicht viel sagen. Davon da stehen auch wieder ein Haufen, ne? Dann nehme ich, ja, da bei die in der Mitte hier überall, glaube ich. Da oben, schaut, den Ding steht auch Go Back. Hau ab. Ja, wir gehen aber nicht wieder weg, wir sind jetzt hier. Ne, wir wollen ja hier, ne? Alles hier. Wir brauchen trinken auf jeden Fall. Trinken, damit unser Leben oben bleiben. Ja. Wenn es nur eine olle scheiß Soda ist. Wieso ist das hier eingekisselt? Na, ja, ich glaube, von vorne irgendwie kommen wir durch, ja. Das ist auf jeden Fall der einfache Weg, der andere ist voll. Müssen wir uns, glaube ich, hinknien, oder? Kannst du dann da lang? Guckst? Ja, hier haben wir gleich einen Panzer, den können wir dann gleich nehmen. Wäre geil, wenn wir den nehmen könnten. Wow, hier oben ist ein Schild und eine Nagelpistole. Überlebenswichtig, dass ich hier über den Wagen springe, das glaube ich. Was war hier? Das ist ein 50er BMG-Magazin. Das ist für die M107. Okay, Antibiotika sag ich mir jetzt einfach mal ein. So, hier haben wir ein Magazin. Desert. Habe ich auch. Ja, hier ist eine Bison-Magazin. Ach komm, ich pack ein die Kacke. Pack ein die ja, Kacke. Alles mitnehmen erstmal. Munition immer mitnehmen, weil ich habe noch reichlich Waffen. Vorne, vorne vor der Treppe. Na, die. Nicht so nah, da kommt man gleich noch rein. Okay, lass uns da mal rumschleichen. Attern wir die jetzt nicht unbedingt gleich an. Okay, hab ich ja gewusst. Cool, ey. Wollte ich mal leise sein. Wo erst hier hochgehen? Ja, erstmal die Dings hoch. Kann immer was sein, dass da oben was ist, ne? Ja, aber falls irgendeine Horde Zombies aufmerksam wird, ist das hier auch Hab ich eine Falle. AK, Alter, dann zieh ich drauf, ey. Ich hab noch ein paar Waffen so im Inventar. Wir haben da nichts zu lachen, ich sag's dir. Erstens können wir hier oben die Gegend abchecken. Hier ist eine Schippe. Ja, super, eine Schippe. Was da noch? Entfernungsmesser. Dann ist so verkehrt. Ja, aber ist natürlich nichts, ja, was wir brauchen, ne? Infernlos, ja. Wir bräuchten eigentlich wir müssen auf jeden Fall in die Zelte rein. Ja. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass hier oben irgendwie was hier so liegen würde, sonst war das eigentlich immer so. Zum Glück ist es nicht so derbe voll mit Zombies, es lässt sich noch alles überleben hier. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die Super-Zombies sich nochmal aufgehalten haben, aber irgendwo hier müsste gleich bald einer kommen. Lass uns den da mal anloggen. Ich hau ihn tot, ich hau ihn. Ist hier. Und er ist tot. War da auch einer? Schießpulver, nee, die sind tot. Hier ist noch ein Fernglas. Danger Krüger Magazin, was kein Mensch braucht, weil mit der Waffe wird kein Mensch. Liegt da einer auf dem Boden? Okay, das ist ein Mensch, glaube ich. Pass auf, da kommt einer. Ja, mit seinem Fleischerhemd. Fleischerhemd wird platt gemacht. Hier ist ein Impfstoff, das sag ich mal mit ein. Impfstoff ist immer gut. Hier ist ein Bauarbeiterhelm, kannst du aufsetzen. Ah, ich hab auch meine Maske. Achso, du hast ja die Maske. Okay, warte, da kommt einer. Lass uns hier runtergehen. Da kommt zu viel. Nein, Alter, komm hier. Ich hab den einen hinter dir gerade weggenutzt.
Oh, jetzt kommt die zu dir. Oh, wieso kommt die denn zu mir? Scheiße, ey. Nicht schon wieder. Oh, ich hab mich getroffen. Getroffen. Hast du noch Medikit und alles dabei? Ja, ja. Kann ich nicht aufheben? Oh, ich muss ja auch, ich blute. Ja, ja, wenn du noch nichts hast, sag Bescheid, ich hab noch. Hier ist schon wieder ein Pferd. Oh, infiziert bin ich auch. Hier, warte, komm hier rein, komm ins Zelt rein hier. So eine Scheiße. Hier, nimm das Ding. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt ganz heilen kann, ja, oder nicht. Ja, halt mich ganz. Habe ich das nicht nochmal? Ne, das war nur einmal, habe ich das leider. So. Hat mich aber komplett geheilt. Okay, pass auf, da kommt einer. Schwein. Da ist nur eine Paddel. Wollte schon Schaufel sagen. Eine Schere. Eine M4 Semi. Die kannst du dir einsacken. Hast du auf jeden Fall noch eine Waffe mit mehr Schuss wahrscheinlich. Da vorne sollten wir jetzt nicht rausgehen. Irgendwas kommt jetzt. Pass auf hinter dir. Ui. Ja, bist du schnell gar nicht. Alter, du hast mich umgebracht. Was? Ich sag dir doch, dass du mich töten kannst. Du hast mich erschlagen. Dann komm schnell wieder hin. Das verstehe ich aber nicht. Ach, wir müssen uns in der Gruppe noch einladen. Aber das ist doch, wir waren doch im Clan. Eigentlich müsste das doch als wirklich nochmal in der Gruppe einladen, damit wir uns wirklich nicht töten können. Ja. Wir haben das doch mal vorher ausprobiert, ne? Ja, das war doch nie so schlimm. Spawns, das ist, schätze ich mal, in der Nähe. Ich hoffe es mal, das war 15, ne? Ja. Alter. War das denn gerade dieses Typ? Na, ja, mein Handy, Akku, Strom wollte es haben. Wollte was zum Nuckeln haben, sagst du? Weil ich kann das nicht alles aufnehmen hier. Nee, das ist dafür, ich habe ja einen riesengroßen Rucksack gehabt. Du hast auch zwar einen, aber jetzt muss ich unbedingt da hinkommen und das jetzt ohne alles, ohne Waffe, ohne alles. Oh, ja. Wie mache ich das? Bullshit. Da kommt wieder einer. Du kriegst das Zeug nicht. Geh weg. Okay. Geh weg. Ich geb dir das nicht. Oh, der hat eine Suppe. Ah ja, die hilft ja nicht. Ich bin komplett auf der anderen Seite. Wo laufe ich denn am besten lang? Das Tor war da irgendwo offen, ne? Wo offen? Ich lauf außen rum. Bleib du auf jeden Fall da, wo du bist. Nimm die Medikamente, wenn du welche brauchst, wenn du keine mehr hast, nee, wegen Essen und Trinken. Medikamente habe ich noch. Fuck, ey. Hat's nämlich komisch, ne? Voll auf mich eingeschlagen. Aber wir haben doch vor uns draußen auch auf einen eingeschlagen zusammen. Ja, da ist mir doch auch nichts passiert. Eben, deswegen. Also wenn man im selben, normalerweise, wenn man im selben Clan ist und in derselben Gruppe, aber wir können ja die Gruppe dann trotzdem noch sicherheitshalber machen. Das machen wir auf jeden Fall. Da hinten bist du, ja. Ja, ja, ich muss, ist das geil, dass wir so nah spawnen, das finde ich gerade richtig cool. Würde mich nämlich ankotzen, wenn das nämlich jetzt nicht so gewesen wäre. Ist natürlich dann doof, wenn wir nachher irgendwie so richtig so Fights haben. Aber wie gesagt, das ist rausgenommen worden, dass wir nur 10 Minuten oder 15 Minuten warten müssen, bis der wiederbelebt wird, ne? Ich hab auch, wieso hab ich denn hier? Ich muss mal gucken. Ich hab hier viel zu viel Scheiße einstecken. Den raus. Leuchtpistolen, Munition, ja. Scheiße, braucht das lange, die Ausdauer wieder aufzufüllen. Brauche ich nicht. Ich laufe jetzt auf den Fernsehturm dazu. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich jetzt noch durch den Zaun durch kann. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, ohne von irgendjemandem gekillt zu werden.
Muss ich auch mal. Ich hab zwar meine Fäuste, aber den traue ich dabei nicht so. Keine Munition. Ich weiß jetzt aber, wie man wieder in die Ego-Sicht gehen kann, ne? Ja. Die. Streifen raus. Mit der guten alten C-Taste kann man das. So. Wieso habe ich den denn? Ich wollte den doch rausschmeißen. Nicht ausrüsten. Nur einfach mehr zu trauen, wenn ich jetzt noch eine Schlagwaffe hätte. Vorne ist schon wieder ein Zombie. Kacken. Hier beim Feuerwehrwagen irgendwas Nützliches für mich. Du musst irgendwie nicht von der Seite, du musst rüber auf die andere Seite irgendwie, ne? Hier auf der Seite. Ich bin jetzt genau da, wo die Zelte sind, nur ich komme da nicht rein. Weil alles voller Zombies ist. Siehst du mich? Hier bin ich. Kannst du den da vorne fertig machen? Ja. Hier kannst du rein. Hier. Hier ist auch. Ja, ja. Hier rumrennen. Da muss ich aber. Er kommt zu dir. Naja. Okay, dann kann ich da nämlich rein. Was hast du? Versuchen schnell zu holen. Da ist erst auf, Zelt da. Weiter zum Haus laufen, da draußen laufen. Guck dir mal an, mein ganzes Zeug. Ich will nicht den kleinen, den großen Rucksack. Gib mir doch den. Willst du mir. Hallo. Gib mir. Alter. Ich muss den großen Rucksack. Dankeschön. Den muss ich mir zuerst mal. Ich werde mal gleich dir eine Einladung schicken. Sicherheitshalber. Ja. So, jetzt muss ich eigentlich an. Uje, so. Gut, mir geht's wieder blenden, ne? Ja, schön. Was willst du trinken mit dem, oder? Ja, Tilly, wo soll ich das denn weggeholt haben? Ne, eine Schere brauche ich nicht. Ficken hier noch alles auf dem Boden. Nagelpistole, Bison, Wasser. So, warte mal, ich muss mich jetzt erstmal einsortieren noch. Hier ist noch ein Verband, liegt da noch. Oh. Sollte man natürlich nicht vergessen. Das kommt dahin. Mal Gruppe an. Ja, mache ich sofort. Bin ich jetzt gerade nur um dass ich alles mitkriege. Welche Waffe hatte ich denn hier? Da hatte ich. War alles da? Schlagstock habe ich da. Hier nehme ich mal schnell an. Oh, warte. Und? Nix passiert, ne? Ja, dann müssen wir das jetzt immer, dürfen wir nicht vergessen, in der Gruppe reinzunehmen, sicherheitshalber. Ja. Oi. Schnell mal gestorben, mal schnell wieder zurückgelaufen. Nix ist passiert. So, war hier noch irgendwas da oben? Ist Schmerzmittel noch für dich? Antibiotika. Ich nehme mal den großen Rucksack mal so einfach mal mit, ne? Dass man die nicht alle so füllen kann. MP5 habe ich glaube ich noch. Hier. Im Dings. Mal die Waffe ist. Hier, die ist für dich. Reparatur. Dann kannst du mal soll ich mitnehmen? Ich nehme sie einfach mit. Irgendwann aber auch mal voll sein. Also ich habe nur noch einen Platz übrig. Kann natürlich noch ein bisschen aussortieren, aber. So, hier habe ich jetzt keine Munition. Das heißt, raus. Ja, behalten kannst die Waffe ja trotzdem, oder nicht? Ladestreifen. Ne, von denen habe ich ja auch im Dings genug. Mir geht es jetzt nur um die Munition erstmal. Okay. So hat meine andere dann. Hat jetzt 3 Magazine noch. So.
So, dann wollen wir mal in das große Hier Türmchen da auf der reingehen. Feuerwehr ist hier auch nichts, ne? Da warst du Nee, noch nicht vorhin. da habe ich vor uns geguckt, da ich da dachte, ja, könnte eine Schlagwaffe sein, damit ich schneller zu dir komme. Weil mit den Fäusten habe ich mich jetzt wirklich nicht großartig getraut. Aber jetzt habe ich mal einen schönen Golfschläger wieder. Ein Samurai-Schwert wäre natürlich jetzt übelst geil. Oh ja, das ist bei den Massen von Zombies eine Machete oder ein Samurai-Schwert. Das macht sich so gut. Hey Zombie, komm mal her. Oh, liegt er hier nur oder steht er auf? Hinter dir, hinter dir. Was im Haus, ja? Sagen. Das war der Hausmeister, Alter. Er hat Schmerzmittel liegen lassen. So, gehen wir rein, oder? Ich hoffe, da warten nicht noch. Weiß ich nicht. Da nix? Okay. Bei meinem Glück wartet da jemand. Kennst du ja aus letztens, ne? Überall rein, erstmal gleich dicken Zombie vor der Nase stehen. Ja. Aber da können What the fuck? irgendein Front? höre ich. Oh, da kommen ein paar, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh. Da kommt noch einer! Heilige, heilige, heilige! Oh Gott, da kommt noch einer! Noch einer! Oh Noch Gott, einer! Oh, da kommen so viele! Runter, 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 runter! Renn weg! Hast du geschossen? ja, ich hab die. Oh. Alter, ging mir der Arsch jetzt. Da stöhnt aber noch einer. Oh Gott! Ich mach die jetzt alle mit der AK fertig, ne? Ja, ich schieß jetzt auch, wenn irgendeiner hier. Okay, das war's. Wieso haben die denn da? Kommen bestimmt von unten noch welche Ja. gleich. Dann können wir die aber mit dem Golfschläger machen, wenn die hier hochkommen. Da kommt schon einer. Hier haben wir nochmal Antibiotika. Okay, wir haben ein Problem, Alter. Das war fast mein ganzes Magazin. Uiuiui. Ich hatte. Oh Gott, mein Bild ist gerade stehen geblieben. Oh. Ja, hier und hier ist. Neu Warte wieder mal. nichts. Da unten irgendwo müsste. Ah, da steht der erste Superzombie, glaube ich. Wo steht der? Der müsste eigentlich da, wo der Steinhaufen auf der Fahrbahn ist, da irgendwo sein. Oder was? Alter. Oder den haben sie weggenommen. Einer war dann Normaler. immer da hinten noch. Normalerweise wollte ich dafür ja die Munition nicht verschwenden, aber Einer das war. ging gerade nicht. Hier gibt's nichts, ne? Hier steht aber kein Superzombie. Nee, nee, haben sie wahrscheinlich weggenommen. Oder die haben die komplett rausgenommen. Ich höre nämlich keinen. Weil da hinten war nämlich normalerweise auch einer da hinten, weißt du? Ja. Naja. So 8 Schuss habe ich jetzt noch in meiner AK und dann noch 2 Magazine zum Wechseln. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele die ungefähr. Warte. Oh, hier ist einer. Oh, ich bin so dumm, Alter. What the fuck? Wo kommt der denn jetzt weg? Ich habe keine Ahnung, der muss hier gespawnt sein oder so. Nein! Ja, wir müssen sowieso einen Schnitt machen. Mein ganzes Zeug, Alter. Und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Investation. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, auch wenn es nicht so spannend war, außer der Schluss jetzt vielleicht, habe mich sehr erschrocken, muss ich sagen. Ich bin tot. Lasst doch einen Kommentar da oder ein Like. Wir würden uns sehr freuen darüber und sagen Tschüss. Tschüss.